Mein Name ist Nina. Ich bin 13 Jahre alt und wohne in Silverglade. Mein Traum war es immer gewesen, zu reiten, mit Pferden umgehen zu können und ein eigenes zu haben. Doch egal in welchem Hof ich war, ich konnte es nicht. Dieses ganze Sattelzeug, dieses Leder und Eisen überall. Wie konnten das die Pferde nur aushalten? Dann wurden sie mit Sporen und Gärten angetrieben. Ich konnte den Tieren das nie antun. So wurde ich immer angeschrien. Du bist alt genug, stell dich nicht so dumm an. Immer dasselbe. Meine Freunde merkten es auf Anhieb. Dann gab ich das Reiten auf. Von diesen ganzen Pferden, ich hatte die Schnauze voll. Die versauten mir mein Leben, meine Laune. Turniere, Reiten, Disziplin. Ich hatte genug davon. Ich wollte diese Tiere aus meinem Leben schaffen. Ich hatte keine Lust mehr. Manchmal konnte ich abends nicht einschlafen. Ich musste immer an meinen ehemaligen Traum denken. An den Traum jedes Mädchens. Doch dann kam der Tag, an dem sich alles änderte. Ich kam gerade vom Shoppen aus Frau Pinter und wollte nach Hause. Da hörte ich ein Wiehern. Ein klägliches Wiehern. Ich blieb stehen und lauschte. Noch einmal. Dann beschloss ich nachzusehen. Hinter einem Stein stand ein Pferd. Es sah so aus, als würde es sich verstecken. Es hatte ein Zaumzeug an, als wäre es gerade beim Satteln geflohen. Ich kam näher. Es war ein Pferd, welches ich mir nie hätte erträumen können. Eine prachtvolle Friesenstute stand vor mir. Doch ich spürte, dass sie sich in ihrem Innern nicht prachtvoll fühlte. Sie wirkte verletzt. Nicht außen, in der Seele. Na du, wollten sie dich satteln, zäumen und auf dem Platz quälen? Die Stute sah mich so an, als ob sie mich verstehen würde. Als ob sie über das Reiten das Gleiche dachte wie ich. An der Aufschrift auf ihrem Zaumzeug, Baroness Reitstall, erkannte ich, woher sie kam. Dieser Stall war der schlimmste, nach meiner Meinung. Ich redete mit der Stute. Minuten. Halbe Stunde. Und immer hatte ich das Gefühl, der Stute ging es jedes Mal ein Stück besser. Dann stieg ich auf. Einfach so. Auf ein fremdes Pferd. Ich sagte, lass uns an den Strand gehen. Dann preschte sie los. Der Wind wehte mir durch die Haare. Da wusste ich es. Freundschaft war das, was auch beim Reiten zählt. Nicht immer nur Disziplin. Man müsste die Pferde verstehen, ihnen zuhören. Und immer wenn ich mich so fühlte, als ob ich nichts drauf hätte, dachte ich an diesen Ritt. Und nein, ich brachte die Stute nicht mehr zu ihrem Herkunftsstall. Ich brachte sie zu einem alten Stall. Dort ging es ihr gut. Dort fing ich auch wieder an zu reiten. Zwar auch mit Sattel und Zaumzeug, doch ich hörte ihr zu. Und so blieben wir ein Team. Sie war mein Engel des Herzens.